Look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Raft. Ja, wir waren ja jetzt eben hier gerade noch auf dieser pompös ausgestatteten, vor Gegner strotzenden Insel. Ein Schwein war drauf, eine kleine Ziege ist drauf und ein Vögelchen, die wir aber nicht mitnehmen. Ja, wir stehen immer noch hier. Und ich habe jetzt hier von diesen 6 Erde, die wir hier geerntet haben, 3 Platten gemacht. So, es fehlt uns noch eine Platte, dann ist diese Weide voll. Und sobald wir die zweite Weide anfangen können, mit mindestens, ja, 4 Platten, sage ich jetzt mal, können wir schon die erste Tiergattung umsetzen. So, aber ich denke, ich habe mich voll gefressen, ich bin geladen. Wir machen uns mal auf den Weg nach Buferfischen. Und dann... Vielleicht gibt es davon ja auch keine hier. Ich habe keinen Plan, ehrlich nicht. Doch, da ist einer. Einer. Ich will jetzt gleich mal in der Runde gucken, ob nicht gleich 5 Stück hinterherkommen. Denn wir haben immer das Glück, dass uns die Pufferfische unterm Arsch wegplatzen, weil wir nicht schnell genug an den einen drankommen und von dem anderen wegkommen. Oh Gott, jetzt will ich gerade, was ist das denn? Aber das ist der Herr Hai. Okay, dann geht's weiter. Und wenn wir die Pufferfische geschnetzelt haben, dann habe ich mir gedacht, mache ich wieder ein bisschen was am Schiff. Und zwar wollte ich Balken setzen. Denn ich finde es mega cool, überall da Balken hinzusetzen, wo welche hingehören. Ich finde es nicht schön, wenn ein Zaun gebaut ist und die Zaunfelder stehen einfach so nebeneinander. Oh! Ohne jegliche Verbindung, wollte ich dazu sagen. Und das gibt es ja im wahren Leben auch nicht, ne? Dass Zäune einfach so... Hä? Ja. Im Freien stehen, ne? Und nicht umfallen. Deswegen, ich mache immer, das habe ich schon immer so gehalten, dass ich halt eben überall Pfähle hinsetze. Gut, hier scheint aber keiner zu sein. Und das wollte ich mit euch machen. Ich habe noch ein paar Nägel gemacht. Ich hab Schrott geopfert. Oh, ich glaube 60 Schrott oder so habe ich geopfert. Nur für so ein paar blöde Nägel. Es ist schlimm, ist das. Aber was will ich machen? Ich brauche Nägel für die Pfosten und deswegen, ne, habe ich sie geopfert. Sagte ich eben schon. Ich weiß. Fischi irgendwo, Fischi. Da kommt einer. Oh, das war aber knapp. Das war gerade noch so, dass wir noch treffen konnten. So, ich muss das mal hoch. Ich muss mal Luft holen. Wo ist denn der Knabe? Im gelben Gewand. Komm. Oh, der ist so hässlich. So. Gucken, ob es hier auch wieder 5 werden oder ob es hier tatsächlich jetzt bei dem bleibt, was wir hier hatten. Das ist ja immer so eine Überraschungstüte, ne? Das weiß man ja nie vorher. Merkwürdige Insel, das kannst du glauben. So.
mal wieder Luft holen. Nö, also hier ist keiner mehr, weil die haben ja eine Reason, alles klar, eine riesen Range, also ein riesen Detektorradius, sage ich jetzt mal, wo die einen aufspüren. Na, und dann, wenn da was wäre, dann wäre der schon längst da. So, ich denke, das war's. Mit die Fischis. So, jetzt sind wir gleich einmal rum. Aber die sind ja auch hinterhältig, ne? Die kommen ja, ne, von hinten und stürzen sich auf einen drauf, ne? Und du weißt nicht, wo sie herkommen. Ja, genau. Hier sind wir schon wieder am Floß. Nee, also... hier sind jetzt weiter keine. Oder? Nö. Komm, hoch. Wunderbar. So, haben wir die auch. Wo bin ich daheim? Da muss ich hin. Gut, der Clipper von dem kommt erstmal dahin. Ich habe immer noch keine Zeit, hier irgendwie irgendwas zu schmelzen. Oder nee, Quatsch. Oder sonstiges zu machen. Aber gut, ich meine, im Moment brauchen wir es ja auch nicht. So, die drei Eier, die werde ich mir gleich mal... Ne? Ja. Jetzt werde ich mal hier nach den Batterien gucken. Na, die geht noch. Die ist sehr eng. Da würde ich sagen, ne? Die packen wir mal da drauf. Wie sieht es mit der aus? Die geht noch. Geht noch. Alle cute. Na, komm her, dann, ne, wir haben zwei Aufladestationen, dann nutzen wir sie auch aus. Zumal das Gras alles gegossen ist, da ist das dann jetzt nicht so wild, wenn die fehlen. Ja, Eier. Ich habe schon 100 Jahre kein Lama mehr geschoren und eine Ziege haben wir noch nie gemolken. Aber nun gut, es ist, wie es ist. Ich meine, ne, die nehmen einem das ja nicht übel. Lama, was ist los hier, du Riesenklotz? Gut, dann den Fisch weg. Die Fische weg. So. Die Eier behalte ich auf der Hand. Die werde ich wohl noch essen. So, hier habe ich schon Pfosten gesetzt. Hoppala, so wie ihr seht, ne? Und so wird das auch. Und die Pfosten kommen dann in, was weiß ich denn, in was für einer Farbe. Und die Zaunfelder in einer anderen Farbe. Ich dachte, wir nehmen uns jetzt mal die Häuser hier vor. Dass eins nach dem anderen bebalgt wird, sage ich jetzt mal. Dazu muss ich erstmal gucken, wie viel Holz wir haben. Und hier, ach guck mal, hier liegen auch noch drei Nägel drin. Hier habe ich die Nägel reingelegt. Es ist eine Schande, ne, was man hier an Nägeln verbraucht. An Schrott für Nägel. So. Und... ja, und da wird es eigentlich gleich hell, ne? Es werde Licht. Bin mal gespannt, wie weit wir kommen. Ja. Seht ihr, das gefällt mir nämlich nicht, ne? Wenn die dann so nebeneinander stehen, diese Elemente, und werden durch nichts gehalten. Nö. Sag mal, ich Balken dran. Aber ich denke mal, da werde ich gleich mal vorne die Tür rauskloppen und werde eine neue reinsetzen. Wir haben ja gerade alles dabei. Oh Mann, jetzt habe ich gedacht, ich hätte die Aufnahme nicht gestartet. Aber alles gut. Alles ist gut. So, warte, die Tür kloppe ich jetzt erstmal raus. Dann logischerweise fliegt da oben das ja mit raus. Ich glaube auch sogar, wenn ich Balken reinbaue. Mach mal dicht. Mal zu und weg. Was sage ich doch. So, dann muss das weg. Ja, dann ist das jetzt eben so, wenn das rausfällt. So. Packen wir das hier drauf. Packen wir das hier hin. Dann wird eine Tür gebaut.
Ja, in dem Fall war es doch richtig. So, Scharniere nach innen. Ach du Heiland. Was habe ich jetzt gemacht? Weil das geht nicht. Ist jetzt nach da oben das auch. Oh, alles rausgeflohen. So schnell passiert's. Nee, hier will ich doch hin. Ich brauche eine große Tür. So. Und dann brauche ich wieder. Hä? Hier. Kleine Elemente. So. Schrägen. Andersrum. Und hier noch eine Schräge. So, jetzt stimmt wieder alles. So, und jetzt. Huch, jetzt ist die Tür auch in der Mitte, wo sie hingehört. Gut, ist das hier fixt? Dann können wir hier jetzt weiter Balken setzen. Hallo? Ja. Hoch. So, das ist fertig. Dann nehmen wir die nächste Putze. Oh, ich muss das Radio ausmachen. Auf die Dauer, also, nee, ich weiß ja nicht. Ach, guck mal, hier steht schon ein Balken. Weil? Bibi Blocksberg war sicherlich da und hat das für uns gemacht. So. Noch ein Balken, dann ist das Holz aus. So, hoch. Mal gucken, haben wir noch welches? Haben wir noch was in den Netzen? Aber ich kann mich erinnern, ich habe die Netze leer gemacht, als wir hier geankert haben. Also da ist nichts mehr. Haben wir hier... Ja gut, wir haben jetzt noch 26. Könnten die Hütte gerade fertig kriegen. So, wo waren wir? Hier. Hä? Was denn das hier? Verarsch mich doch nicht. So, das Brett erstmal wieder rausgekloppt. Ja, da fliegt alles fort. So. Eine neue Tür eingesetzt. Und diesmal aber auch gleich die richtige, bitteschön. Ne, komm mal ja, ein bisschen näher ran. So. Nein, auch das ist nicht richtig. Hier will ich Offenes haben. Gut. So. So und so. Mann! So ein Geplärr. So, instand gesetzt. Tür auf. Die nächsten Balken noch dran, soweit uns das noch möglich ist. Fertig! Zwei Hütten, Balken gezerrt. Alles klar. Man gebe mir die Eierchen. Bisschen was trinken. Ich eine Liste, das ist, ne? Ich habe die Batterien vergessen. Von dahin. Ich räume die ab. Da habe ich die rausgenommen. Okay, so. Dann würde ich sagen, ich trink den Schluck Wasser hier noch. Das ist jetzt gar nicht so wichtig, ob ich das brauche oder nicht. Wenn ich mir mal die Flaschen voll machen. Nicht die Taschen, die Flaschen. Und werde mal Wasser auffüllen noch. Fangen wir hier an. Ein nehme ich mit. Gut, dann ist das Ding jetzt auch schon wieder. Oh, das hat gerade gereicht. Sehr schön. Ei, auch was? Danke!
Ja, Schatz, du musst aber da runtergehen. Nimm deinen Popo da weg. So. Gut. Na. Supi. So. Das ist sehr schön. Ja, dann werden die Dinger, da kommen da überall noch Holz dran. Nur da, wo die Leiten. Wie habe ich das denn auf meinem anderen Floß gemacht? Da, die waren rundherum zu. Da musste ich gar nicht mehr drauf. Fällt mir gerade so ein, weil, ne, ich habe ja in einer Folge erzählt, dass ich die bestimmt 4 oder 5 Mal abgerissen habe, die Türme, weil die halt eben immer im Weg waren oder nicht richtig gebaut waren. Letztendlich ist es dann so gewesen, dass hier auf der Ecke ein Turm stand und hier auf der Ecke ein Turm stand. Also ich hatte praktisch um die Ecke 2 Türme und habe die oben, ne, oben entlang mit einer Reling verbunden. Und da war auch so ein Überbau wie hier. Und von dem Überbau aus bin ich dann auf diese Reling mit einer Leiter, mit Treppen draufgegangen. So ist es nämlich gewesen. Ja. Aber das wird man hier nicht machen. Ich denke mal, guck mal, da sitzen die Möwen. Schön. Wunderbar. Hätte ich jetzt einen Bogen, könnte ich sie jetzt abklatschen. Aber nein. Ja. Das ist, ne, wenn man jetzt nicht weiß, was Plan ist. Was wollte ich denn jetzt machen? Ich habe jetzt die Balken gesetzt. Ich denke mal, wir gehen mal nochmal unter Wasser und looten noch ein bisschen. So, die Nägel, die setze ich tatsächlich erstmal hier hin. Wie sieht es denn aus? Sauerstoffflasche, das haben wir alles auf, satt gegessen sind wir auch. Mensch, da können wir doch mal ins Wasser gehen und hier noch ein bisschen Krempel looten. Machen wir das ganz einfach mal. Ganz ehrlich, ich mag diese großen Inseln eigentlich gar nicht so gerne abluten, weil, ne, das ist mir einfach alles viel zu verschachtelt, viel zu weitläufig, ne, da ist man stundenlang unterwegs. Aber nun gut, ne, ja, nimmst du bitte. Ich mach's halt eben. So. Und passt auf, jetzt kommt uns dann noch so ein hinterhältiger, kleiner, gelber Furz entgegen. Das wäre nicht verwunderlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Fischis. Hä? Wo haben die ihre Augen? Ach, das sind gar keine Augen. Das waren gar nicht ihre Augen. So. Huch. Nein, nein, nein. Ja, das ist auch immer blöd, ne? Wenn dann das Wasser zu flach ist. Oh, das war gerade noch so. Wenn ich hier dran komme. Ja, weil normalerweise liegt das nämlich trocken hier, ne? Komm, komm, komm. Hier. Aber bei so einem Seegang hat man die Chance, dran zu kommen. Wie baut man denn sowas ab, wenn halt eben kein Seegang ist, wenn kein Wasser drauf ist? Das kriegt man doch gar nicht weg, das Zeug. Ist ja nicht wie was weiß ich denn, wie eine Kiste, die man aufnehmen kann. Keinen Plan. Okay. Muscheln brauchen wir nicht mehr. Hier waren wir gerade, also weiter. Ja, das haben wir jetzt nun schon alles. Ich bin jetzt schon 3-mal im Kreis geschwommen. Aber wir sind in dieser Richtung gar nicht richtig. Wir müssen in die Richtung. Da geht es weiter mit der Insel. Da ist noch Eisen. Mal auf. Blub, 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 blub. So. Ja, meine Lieben, durch. Wir haben es geschafft. Wieder einmal. Wir sind schon so lange zusammen unterwegs und ich hoffe, das geht noch sehr lange und ihr bleibt mir noch alle erhalten. Und weil es macht einfach total viel Spaß. Muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn so kleine Widrigkeiten immer mal wieder auftauchen. Aber unterm Strich ist alles gut. Und deshalb
bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, lasst mir einen Kommentar oder auch ein Abo. Ciao!